Hallo und herzlich willkommen, liebe Modbox-Freunde. Ich bin's mal wieder, der gute Pamu. Und wir schauen uns heute einen Baustellenmod an. Und zwar haben wir da den von NGM, einen Sprinter von der Straßenmeisterei. Wir können natürlich nichts großartig verändern, außer jetzt die Scheinwerfer von Halogen auf Xenon. 163 PS, 75 Liter Tank, 161 Höchstgeschwindigkeit. Und da haben wir das gute Stück. Macht natürlich so auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Nicht großartig oder gar keine Pixelfehler. Kennzeichen, da sieht man hier, sieht man auch schön Sprinter, 313 CDI. So. Und dann gucken wir mal wegen den Lichtverhältnissen. Lichter gehen an. Vorne wie hinten. So. Linker rechts geht, sowohl Spiegel als auch vorne und hinten und natürlich auch auf der anderen Seite. So, dann hätten wir noch den Rundumleuchten mehr oder weniger an, sowohl hinten als auch vorne. Hinten kann man sie noch mal extra anmachen, was natürlich schade ist, dass man hinten die Pfeile jetzt nicht ansteuern kann. Das ist natürlich schade. Nur gucken wir uns mal die Innenansicht an. Auch schön detailliert. So, dann starten wir das Ding mal. Und natürlich die Spiegel haben auch eine Animation drin. Was natürlich keine Animation hat, ist leider das Armaturenbrett. So, schauen wir uns mal von außen mal an. Der Fahrer ist auch animiert. Das ist, sieht sehr gut aus. So. Fahrverhalten ist auch relativ gut, beziehungsweise ist gut. So. Und dann wollen wir uns natürlich jetzt auch mal anschauen. Oh ja, er schmeißt auf den Dedi-Server Warnings. 15 Stück an der Zahl. Wenn das natürlich jetzt der Modder jetzt noch beheben kann, wäre es ein sehr, sehr schöner Mod für die ein oder anderen Privatprojekte. Ja, also ich finde Mod nicht schlecht. Sieht man nicht alle Tage sowas Schönes. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da, lasst natürlich ein Abo da und natürlich die Glocke nicht zu vergessen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und schaut euch natürlich die anderen Videos an. Sind auch sehr gut gemacht und ich freue mich natürlich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder reinschaut und sage bis dahin tschüss und ciao ciao.